Was gibt es heute? Heute gibt's 5 Tipps rund ums Thema Katzenklo. Wie verringert man unangenehme Katzenklo-Gerüche? Wie minimierst du die Streu in der Wohnung? Willst du es wissen? Dann bleib dran. Los geht's. Egal ob Freigänger oder Wohnungskatze, jede Samtpfote braucht eine Katzentoilette. Bei mehreren Katzen kann das tägliche Katzenklo-Reinigen schon mal einiges an Arbeit bedeuten. In diesem Video möchten wir Tipps rund um das Thema Katzenklo geben, um dir das Zusammenleben mit deiner Samtpfote zu vereinfachen. Fangen wir mit dem ersten Tipp an. Tipp Nummer 1. Mischen. Wir haben schon etliche Katzenstreu durchprobiert, doch mit keiner waren wir hundertprozentig zufrieden. Denn jede Streu hat verschiedene Eigenschaften, andere Stärken und Schwächen. Während die eine besonders saugstark ist, absorbiert die andere die Gerüche dafür besonders effektiv. So sind wir auf die Idee gekommen, einfach mal verschiedene Streusorten zu mischen. Wir verwenden gerne die Maiskatzenstreu von Green Cat. Diese haben wir aus 2 Gründen zusätzlich noch mit Bentonitstreu gemischt. Man muss sagen, dass die Streu auch für die menschliche Nase wirklich lecker riecht. Da kann man die Katzen schon verstehen, wenn sie anfangen davon zu fressen. Mit etwas benutzter Bentonitstreu war das Problem allerdings schnell gelöst. Der zweite Grund ist, dass die Streu einfach extrem klebt und die Bentonitstreu-Zugabe die Klebkraft abschwächt. Wenn du das Green Cat Solo verwendest, kannst du die Hinterlassenschaften sogar das Klo runterspülen, da die Maisklumpen sich im Wasser auflösen. Das sollte man jedoch nicht machen, wenn man zum Beispiel Silikat oder Bentonitstreu dazu gemischt hat. Außerdem geben wir immer eine Handvoll Silikatstreu in das Katzenklo. Denn Silikatstreu kann besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen und Gerüche absorbieren. Das Green Cat und unser Silikatstreu verlinken wir dir unten in der Videobeschreibung, falls du es dir mal ansehen möchtest. Tipp Nummer 2. Ausreichend Streu im Katzenklo. Immer wieder sehen wir, dass sich in vielen Katzenklos einfach viel zu wenig Streu befindet. Im Vorfeld möchten wir erwähnen, dass man nicht spart, wenn man mit der Streu geizt, wie viele jetzt wahrscheinlich gedacht haben. Grundsätzlich sollte man sich an die ausgewiesene Füllhöhe auf der Verpackung halten. Denn diese ist in der Regel so ausgelegt, dass der Urinabsatz komplett von der Streu aufgesogen wird, während dieser nach unten sickert. So wird verhindert, dass sich der Urin auf den Katzenkloboden verteilt. Sickert der Urin nämlich bis zum Boden durch, kann dieser nicht richtig trocknen. Dementsprechend riecht es stärker und das Klo ist auch schwieriger zu reinigen. Oft fällt der Klumpen dann beim Rausholen auseinander, sodass es nicht mehr möglich ist, den Absatz zu 100% zu entfernen. Aber dafür gibt es einen simplen Trick, den wir dir in einem alten Katzenklo-Video verraten haben. Unten in der Videobeschreibung haben wir dir das Video verlinkt, falls sich der Trick interessieren sollte. Wir zum Beispiel benutzen sogar immer gerne etwas mehr Katzenstreu als empfohlen wird. Auch sollte man nicht vergessen, dass man die Katzenstreu bei jeder Reinigung nachfüllt, um die Füllhöhe aufrechtzuerhalten. Tipp Nummer 3. Gerüche einschließen, überdecken oder reduzieren? Wenn das Katzenklo stinkt und die Gerüche einfach nicht verschwinden, greifen einige Katzenbesitzer auch zu chemischen Deos, Duftperlen oder ähnlichem. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass der Geruch eigentlich gar nicht verschwindet, sondern nur überdeckt wird. Außerdem ist die Nase der Katze um einiges empfindlicher als unsere. Das bedeutet, dass sie diese künstlichen Gerüche viel stärker wahrnimmt. Gerne wird gegen den Gestank auch einfach ein Deckel aufs Klo gesetzt, sodass die Gerüche eingeschlossen sind. Grundsätzlich sind Haubenklos eine gute Sache, sollten aber nicht dafür benutzt werden, um irgendwelche Gerüche einzuschließen. Versetz dich doch mal in die Lage der Katze. Würdest du dann gerne auf Klo gehen? Wir haben ein cooles Gadget gefunden, welches Gerüche auf natürliche Weise verringert. Die Catted Magic Blue Filter Kartuschen arbeiten wie ein Schwamm und saugen unangenehme Gerüche auf. Sie absorbieren bis zu 80% des im Katzenurin vorkommenden Ammoniaks. Auch die Gerüche von Kot werden um bis zu 40% minimiert. Du kannst die Kartusche einfach auf der Innenseite der Haube befestigen. Da wir keine Deckel auf den Klos haben, haben wir sie einfach unter das Regal geklebt. Wir benutzen die Filterkartuschen jetzt schon etwas länger und man muss sagen, dass es in der Nähe der Katzenklos wirklich frischer riecht. Wenn du dir die Filterkartuschen mal ansehen möchtest, unten in der Infobox haben wir sie dir verlinkt. Doch bevor du irgendetwas in diese Richtung ausprobierst, solltest du überlegen, wieso stinkt es überhaupt? Dass die Hinterlassenschaften nicht nach Rosenblättern riechen, ist uns allen bewusst. Ständig irgendwelche Chemikalien in das Katzenklo zu kippen, sollte aber keine Lösung sein. Prüfe vorher lieber, ob du eventuell das Klo einfach öfter reinigen solltest. Es kann auch sein, dass die Streu einfach öfter gewechselt werden muss. Auch ein Wechsel zu einer anderen Marke könnte das Problem lösen. Und ist das Katzenklo zu alt, könnte das ebenfalls ein Grund sein, weshalb du die Gerüche nicht loswirst. Extreme Gerüche können aber auch genauso gut an der falschen Ernährung liegen. Womit wir zum nächsten Tipp kommen. Tipp Nummer 4. Gute Ernährung. Wenn der Absatz deiner Katze extrem riecht, kann das an der falschen Ernährung liegen. Oft riechen die Hinterlassenschaften nach dem Verzehr von minderwertigem Futter besonders extrem. Deiner Katze zuliebe solltest du deshalb auf ein hochwertiges Futter umsteigen.
Seitdem wir Cats Feinfood füttern, haben sich die schlechten Gerüche sehr stark reduziert. Außerdem ist auch der Kotabsatz bei hochwertigem Futter geringer, da die Bestandteile besser verdaut werden können. In minderwertigem Futter sind oft Stoffe enthalten, die von der Katze gar nicht verdaut werden können. Somit kotet sie mehr und eventuell sogar öfter. Mehr Kot bedeutet natürlich auch mehr Gerüche und dass mehr Streu benötigt wird. Wenn du dir unser Futter gerne mal angucken möchtest, wir haben es hier unten in der Infobox verlinkt. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du eine Futterumstellung am besten angehen kannst, dann solltest du dir das Video hier oben rechts anschauen. Tipp Nummer 5. Katzenstreumatte. Jetzt kommen wir zu einem Problem, welches jeder Haushalt mit Wohnungskatzen kennt. Die Katzenstreu. Sie ist wirklich überall. In der Küche, im Bad, im Flur, im Wohnzimmer, auf dem Sofa. Einfach überall. Man kann barfuß noch nicht mal mehr einen Schritt machen, ohne gefühlt das halbe Katzenklo unterm Fuß kleben zu haben. Hier kann aber eine Katzenstreumatte helfen. Wir verwenden schon seit längerem die Katzenklo-Vorleger von Pfotenolymp. Diese bestehen aus zwei aufeinanderliegenden Matten. In der oberen Matte ist ein Wabenmuster eingenäht, welches ein paar simple, aber sehr effektive Funktionen hat, die wir dir gleich erklären. Die zweite Matte, also die untere Matte, dient lediglich als Auffangbehälter. Wenn eine Katze das Klo benutzt, bleibt beim Verlassen immer etwas Katzenstreu zwischen den Ballen hängen. So wird die Streu nach und nach schön in der Wohnung verteilt. Seitdem wir die Katzenklo-Vorleger von Pfotenolymp verwenden, hat sich die rumliegende Streu bei uns in der Wohnung enorm verringert. Aber wie genau funktioniert das? Ganz einfach. Das Wabenmuster der Matte sorgt dafür, dass die Katze, wenn sie darüber stolziert, die Ballen spreizen muss. Dadurch löst sich die Streu und fällt durch die Öffnungen in die darunterliegende Auffangmatte. So wird verhindert, dass die Katzenstreu weiter verteilt wird. Logischerweise sollte man die Katzenklomatte auch so platzieren, dass der Stubentiger möglichst viele Schritte auf dem Vorleger machen muss. Denn je öfter sie auf der Matte auftritt, desto mehr Streu verliert sie, welches sich sonst in der Wohnung verteilt hätte. Die aufgefangene Katzenstreu kannst du dann bei Bedarf einfach auskippen oder wegsaugen. Besonders praktisch finden wir die Entleerungshilfe, die wir bei keiner anderen Matte gesehen haben. Die Schlaufe sieht zwar unscheinbar aus, hat aber eine wirklich praktische Funktion. Zieht man nämlich an dieser, können die Matten ganz einfach voneinander getrennt werden. Das hat den Vorteil, dass man die aufgefangene Streu, ohne sie anfassen zu müssen, zurück ins Katzenklo oder in den Müll kippen kann. Außerdem ist das Material wasserabweisend und würde sich bei einem kleinen Unfall nicht mit Urin vollsaugen. Aus hygienischen Gründen sollte man die Matte dann jedoch gründlich mit Wasser abspülen. Es empfiehlt sich sowieso, die Matte regelmäßig abzubrausen. Sie trocknet auch wirklich fix und ist dann schnell wieder einsatzbereit. Unten in der Videobeschreibung haben wir dir den Vorleger verlinkt, falls du dir diesen mal genauer ansehen möchtest. Außerdem haben wir auch einen 10% Rabattcode für euch ergattert. Den findest du ebenfalls in der Infobox. Übrigens gibt es die Matte auch in der Farbe Beige und im abgerundeten Design. Und das war's dann auch schon mit unseren 5 Katzenklo-Tipps. Wir hoffen, dass dir der ein oder andere Tipp geholfen hat. Uns würde noch interessieren, welche Katzenstreu ihr am liebsten verwendet. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Outtakes. Du bist ja echt ein Model, ne? Willst du ins Fernsehen? Dann kannst du Werbung für Katzen machen, während du da ins Klo kackst. Du kackst auch so gerne ins Klo. Ja, was? Daddy, nein, nein, nein! Oh, Dummi! So geht das nicht. Komm her! Du bist kein so schlaues Würstchen. Da. Oh, Sisi, machst du Kaka? Wie angestreckt sie aus. Oh, ich glaube, das ist ein Kaki. Sisi! Oh, ja! Gleich kommt der... Normal. Ich war vor, einer würde dir so zugucken und kacken. Und dich filmen und auch noch bei YouTube hochladen. Weißt du denn, wie du es machen sollst? Wie so ein Wirbelsturm wollte ich machen. Aber dann fliegt alles durcheinander weg. Mach ich nicht. Sagst du? Also ich fummel die dann... So ist langweilig. Also ich fummel die danach auf jeden Fall nicht auseinander. So? Du schaffst das. So, Kamera läuft. 1, 2, 3. Los. Oh, Scheiße! Aber ist doch schön! Guck, das ist hübsch! Ist das dein Ernst? Ich hab dir das gesagt, das fliegt alles rum. Oh. Weißt du, wie scheiße das ist? Oh Mann, oh. Aber jetzt ist es schön! Nein! Oh, das ist. Warum ist doch schön? Oder nicht? Ich will nichts sagen, aber.
Das bei mir sah schön aus. Gar nicht. Doch, was ist das? Das sieht besser aus. Unten ist alles noch gelb. Wie, das sieht man wenn von hier. Du bist im Licht. Oh. Oh. Aber wie soll man das damit machen? Ja, sollst du ja nicht. Du sollst das rüberkippen. Hochnehmen, ein bisschen reinkippen und dann vermischen. Nicht am Boden! Pack das da rein. Hier rein? Ja. Sag mal. Das musst du wohl zurechtschneiden, ne? Ernsthaft? Das kann nicht so schwer sein. Toll, jetzt krieg ich 20.000 Jahre später. Das geht anders. Wie denn? 20.000 Jahre später. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen willst, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst, gib uns einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Wir freuen uns über deine Unterstützung.